Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kurzvideo über das Thema Auswandern. Wir werden euch darüber informieren, warum die meisten Menschen auswandern, was man dafür benötigt und wie man frisch ausgewandert ist. Aus welchen Gründen wandern die Menschen aus? Einer der Gründe, warum das viele Menschen auswandern, ist ein Jobangebot im Ausland, weil sie in ihrer Heimat nicht zufrieden mit ihrer derzeitigen Arbeit oder gar arbeitslos sind. Ein weiterer Grund kann auch die Liebe oder die Familie im Ausland sein. Oder man möchte einfach mit dem alten Leben abschließen und mit einem neuen beginnen. Ebenso kann die Gesundheit ein Grund sein, weshalb man sein Heimatland verlässt. Das Klima oder das Gesundheitssystem veranlassen Auswanderer, ein neues Zuhause zu finden. Was muss man bei einer Auswanderung beachten? Man sollte die Landessprache beherrschen oder zumindest gute Englisch- oder Französischkenntnisse haben, um sich im fremden Land durchzukämpfen. Für die Auswanderung benötigt man viele Dokumente, wie beispielsweise einen Reisepass, die Geburtsurkunde, falls vorhanden die Heiratsurkunde, Zeugnisse, den Impfausweis und andere ärztliche Hinweise. Für einige Länder ist auch ein Visum notwendig. Für die Reise, den Transport und die Überbrückung braucht man genügend Geld. Auswandern ist nicht billig. Die Unterschiede des Auswanderns heute und früher. Früher war die Auswanderung eine Lebensentscheidung. Es war schwierig, wieder nach Hause zurückzukehren. Einerseits wegen der Politik und dem Militär und andererseits haben sich die Ausgewanderten an das bessere Leben gewöhnt. Heute wandern viele Leute aus, um eine Lebenserfahrung zu machen. Durch die verschiedenen Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Auto, Flugzeug oder Zug, ist das Auswandern viel einfacher geworden. In der heutigen Zeit ist es einfacher, wieder ins Heimatland zurückzukehren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dieser Film wurde erstellt von Francesco und Noe.